Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Resident Evil 7 mit Paxis. Ja, wir haben beim letzten Mal probiert, die Spinnfrau umzubringen. Es hat nicht geklappt. Ich weiß nicht, ob man die umbringen muss. Vielleicht muss ich was anderes machen. Ich werde mich mal nebenbei ein bisschen umschauen, wenn ich die bekämpfe. Und auf jeden Fall hat sich hier so ein bekloppter HDR-Modus eingeschaltet, als ich jetzt wieder anfangen wollte zu spielen. Da war komplett die Helligkeit im Arsch. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich wieder die richtige Helligkeit hinbekommen. Ich weiß nicht, ob das alles passt. Ich hoffe es einfach. Auf jeden Fall ist mir beim Rumgucken, ob die Helligkeit funktioniert, da habe ich was gefunden. Und ich hatte nochmal neu geladen an die Stelle, wo wir jetzt stehen geblieben sind, um es euch zu zeigen. Und zwar lag hier was drauf, was mir beim ersten Mal komplett entgangen ist. Ja. Ich wusste auch nicht, dass man hier in diesen Tümpel rein kann. Vielleicht liegt da auch noch irgendwas rum. Mir auch aufgefallen, als ich hier rumgerannt bin, um zu gucken, ob die Helligkeit wieder passt, aber ich glaube, das passt jetzt wieder. Die dunklen Stellen sind dunkel und die hellen sind hell, das passt. Vorher war es halt einfach mit diesem komischen HDR-Modus viel zu dunkel. Richtig kacke. Okay, ich würde sagen, wir bauen uns mal. Können wir es überhaupt? Ja, wir bauen uns. Wir brauchen so viel. Boah, wie viel Feuer wir in die reingejagt haben. Ich frage mich echt. Ich frage mich echt, ob man die nicht anders umbringen soll. Oder ob man die überhaupt umbringen soll oder wie auch immer. Wie gesagt, ich werde mal versuchen, jetzt umzuschauen, wenn ich die bekämpfe. Aber wir haben so viel Munition, vor allem Feuer in die reingejagt. Das war echt krass. Hä? Waren beim letzten Mal hier nicht zwei Kräuter? Da waren auf jeden Fall zwei Kräuter. Anscheinend hat es gespeichert, nachdem wir die Kräuter eingesammelt haben. Anders kann ich mir nicht erklären. Wir haben jetzt auch drei. Ja, komisch. Ich überlege auch gerade, ob ich was nasche. Wobei, wir können auch einfach noch so ein krasses Ding uns basteln. So. Ist es ein Tick zu hell? Ich bin mir gerade echt unschlüssig. Wobei, da drüben in der dunklen Ecke ist ja echt dunkel. Aber ich kann es nicht noch dunkler machen. Das Einzige, was ich machen konnte, war diesen HDR-Modus auszuschalten. Der ist totaler Schrott. Und die Helligkeit ist aufs Minimum gestellt. Ich glaube, ich habe sogar vorher so gespielt, also eins heller. Deswegen müsste es eigentlich sogar noch dunkler sein. Aber wie gesagt, der HDR-Modus hat mich so verwirrt, weil ich nicht mehr weiß, ob das jetzt so passt. Aber ich denke schon. Hier sind die Spinnen. Ah, es müsste so passen, das passt schon. Weil, wie gesagt, die dunklen Ecken sind ja einfach komplett dunkel, von daher. Oh, das haben wir gleich beim ersten Mal nicht gesehen, oder? Wichtig, Brennstoff. Jetzt haben wir richtig viel Brennstoff, aber wie gesagt, das hat nichts zu heißen. Wir haben schon mal ziemlich viel in die Reihe gejagt. Auch noch ein paar Schüsse mit der Pumpgun, und es hat halt einfach gar nicht gereicht. Ich glaube, ich lasse die Tür jetzt auch voll mit den Spinnen, weil wozu sollte ich die jetzt bitte schön verbrennen? Ich renne hier unten eh nicht lang. Dann eher noch das hier, das brauche ich eher, was da drin liegt. Kann ich mir ja sogar noch so eine große bauen. Kann, denke ich, nicht schaden. Okay, Munition haben wir eigentlich jetzt richtig viel. 29, hier haben wir über 300, über 400, sehr gut. Also wenn das nicht reicht, dann müssen wir es halt mit dem Messer fertig machen, ich weiß auch nicht. Wird jetzt mit Sicherheit gleich hier rauskommen. Ich glaube, da jage ich ja lieber Pumpgun rein. Mach dir nur keine Sorgen. Schauen wir mal, also jetzt gucken wir uns hier ein bisschen um, was es hier noch so gibt. Haben wir jetzt keine gelbe Chemikalie mehr, das ist ein bisschen blöd.
Nicht aufschauen! Du gehst nirgendwo hin! Wo ich den Kampf schon mal gemacht habe, ist er immer noch genauso nervenaufzerrend wie beim ersten Mal, finde ich. Pistolenmunition brauchen wir eigentlich auch gar nicht. Zur Zeit zumindest. Tontaube schießen. Ich denke, man muss irgendwas machen, wenn die auf dem Rücken liegt, glaube ich, weil das sieht so auffällig aus. Da wächst ja auch das Zeug raus. Ich weiß nicht, ob das, ob man da einfach nur weiter drauf einschießen muss. Das kann natürlich sein. So, also hier sehe ich schon mal nichts. Ich glaube, jetzt habe ich die Etage eigentlich relativ gründlich abgesucht. Oder oben. Schießt nicht mehr. Oh, fuck's alle. Sag mir das doch. Mensch, ich habe gerade irgendein nerviges Kabel von meiner Maus oder so. Muss ich mal kurz. Ach nee, es ist mein Controller, okay. Muss ich mal kurz ändern. Wo ist denn mein Mauskabel? Hier. Oh, Scheiße. Ich habe jetzt schon wieder fast alles verjagt, ey. Das waren über 400. Mit dem anderen gefundenen wahrscheinlich über 500 an Flammenmunition. Und es hat nicht gereicht. Nicht mal ansatzweise. Gehen wir mal ein Stockwerk tiefer. Ja, jetzt können wir es sogar noch mal herstellen. Ich hab noch da, ich kann nicht mehr da, verdammt. Keine Tommelstadt, Junge! Ich geh immer zu nah ran, vergesst das doch mal nicht. Zieht so viel ab, wenn ihr mich da trifft. Scheiße. Das ist halt Energieverschwendung. Ich darf nicht so nah dran stehen, wenn die auf dem Rücken fällt. Dann zieht die mir so viel ab mit einem Schlag. Ich verstehe zwar nicht warum. Aber es ist halt so. Da ist nochmal Brennzeug drin.
Scheiße. Verdammt! Hat die eigentlich geschrien, als ich hier dieses komische Nest verbrannt habe? Nicht, dass es hier 5 Nester gibt und wir die alle platt machen müssen. Haben wir es geschafft? Wir haben es geschafft, nice. Oh, die hat einfach nur mega viel Power gebraucht. Sehr geil. Bleib doch einfach tot, okay? Hat er das nicht schon zu dem Mann gesagt? Sehr schön, jetzt haben wir noch 3 Schuss, aber das ist egal. Von der Pumpgun haben wir noch genug und... Im zweiten Versuch, nice. Wir haben so ziemlich viel Energie verbraucht und auch teilweise sinnlos, aber egal. Hauptsache, wir haben es geschafft, ey, boah. Nervli, aber wenigstens bin ich dieses Mal nicht drauf reingefallen und habe gedacht, oh, die müssen wir irgendwie anders besiegen, sondern man musste einfach nur extrem viel Munition reinjagen, das ist schon krass. Ich denke, jetzt auch nochmal ein großer Unterschied halt zum Spielstil. Schwierigkeitsgrad leicht, ist es dann wahrscheinlich deutlich weniger. Oben war noch irgendwo eine Kiste, die wir kaputt machen konnten, da drüben. Gibt's aber keinen anderen Weg mehr zurück, oder? Ist denn jetzt eingestürzt? Na, hier ist auch kein Ausgang. Weil wir können auch direkt unten lang gehen. Ich dachte halt, es gibt hier wieder irgendeine Abkürzung, aber sieht nicht so aus. Oder was ist denn das hier? Ja? Hier konnte man nicht. Ah ja, hier kommen wir aus der anderen Seite raus, alles klar. So, jetzt gehen wir raus in die Dunkelheit, wir machen auch mal das Licht aus. Pass auf. So ein Idiot, oder? So, da hier das Licht ausmacht. Oh, ich habe kurz gedacht, dass das hier was ist, ey. Dass das hier jemand ist. So, lasst mich mal nachdenken. Ich glaube, am schnellsten sind wir, wenn wir jetzt einfach wieder hier zurückgehen, oder? Wir müssen ja wieder dahin, wo wir die Lampe ranhängen können, damit wir in den Raum reinkommen und dann in dem Raum ist wahrscheinlich der Arm und dann gehen wir zurück zum Wohnmobil und da wird dann Zoe wieder mit uns telefonieren. Ich glaube nicht, dass wir sie da zum ersten Mal treffen werden. Die werden wir erst relativ spät treffen und werden merken, oh, sie ist ja ganz anders drauf, als wir gedacht hätten. Sie ist ja genauso alt wie die anderen. Ich werde mit euch, darauf läuft sie hinaus.
Wer hat denn jetzt das Klavier gespielt? Hier ist doch gar niemand. Die Oma hätte das sein müssen. Die auf magische Weise mit ihrem Rollstuhl überall hinkommt. Margarits Laterne. Offenbar hat sie mit ihrem Licht die Insekten kontrolliert. Hallo? Ah, jetzt geht's an. Auf. Ein Krokodil, ein riesengroßes Stoffkrokodil. Sehr geil. Oh, meine Lampe versagt, kann das sein? Da ist nichts drin? Das war wohl mal von jemandem das Kinderzimmer, wie es aussieht. Was war das? Komm, ich habe gerade erst einen stressigen Bossfight hinter mir. Bleib bitte an, Lampe, bleib bitte an. Jetzt spukt hier wohl auch noch, oder was? Ich habe gerade erst einen stressigen Bossfight hinter mir. Jetzt brauchen wir nicht hier noch irgendeine Gruselscheiße in dem Haus. My family. Evelyn. Hundertmal die gleichen Schuhe. Mach mal das Licht hier an. Bestimmt kommt jemand aus dem Schrank gesprungen. Gar nichts zum Einsammeln. Faulige Puppenteile. Also, was ist das? Zwei Monsterhälften oder ein Schiff, auf dem die tanzen, das kaputt geht, oder? Hallo, Bär. Hör mal auf, dich zu drehen. Hör mal auf, sie schaukeln. Ich kann es nicht anhalten. Hier passiert auf Garantie noch irgendwas ganz doll Schlimmes. Ich habe ein bisschen Angst. Hier geht's nicht weiter. Und hier wächst wohl der Pilz oder was? Ganz danach aus. Leicht erschrocken zugegebenermaßen. Irgendetwas stimmt mit mir nicht. Unsterbliche Zombie-Menschen, Schleimmonster oder Pilzmonster, wie auch immer. Und sich selbst schließende Türen, also Geisterzimmer. Ich würde sagen, wir gruseln uns beim nächsten Mal weiter. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Pax, bis zum nächsten Mal. Tschüss.